Natur ist richtig schön. Helgerchen! Das ist doch nicht zu fassen. Haben Sie denn keine Augen im Kopf? Wenn Sie sich mitten vor den Laden stellen, dann müssen Sie sich über sowas nicht wundern. Ach, Sie geben es also zu. Bitte? Sie spinnen wohl. Was ist denn hier los? Unterstellt mir, ich hätte ihm Kratzer an seinen fetten Frotzschlitten gemacht. Dann rufe ich eben die Polizei. Das ist eine gute Idee. Ihr könnt es dann auch gleich erklären, warum dieses Schild für alle gilt, nur nicht für Sie. Jetzt passen Sie mal auf, ich parke, wo ich will. Das lasse ich mir doch nicht von so einer kleinen Verkäuferin vorschreiben. Sie sind vielleicht ein... Krachmin. Mit dem Kratzer habe ich wirklich nichts zu tun. Man muss diese Angeber da treffen, wo es weh tut. Ich weiß das. Ich war lange mit so einem verheiratet. Wir können die Zukunft nicht ignorieren. Also müssen wir sie selbst gestalten. Aktiv und in unserem Sinne. Und genau das macht das Bauprojekt von Kane und Partner. Es stellt die Bedürfnisse der Menschen in den Mittelpunkt. Und im Besonderen die Bedürfnisse der von der Gesellschaft leider oft schäbig behandelten älteren Menschen. Ich verspreche Ihnen, wenn Sie Ihr neues Heim beziehen und die Annehmlichkeiten moderner, lebenswerter Architektur genießen, dann wird das einer der schönsten Momente in Ihrem Leben sein. Und er wird nicht mehr rot. Diese Typen müssen endlich kapieren, dass ihnen nicht die ganze Welt gehört, nur weil sie Geld haben. Ich glaube nicht, dass du einen anderen Menschen aus ihm gemacht hast. Ich weiß, aber es hat Spaß gemacht. Justus, ich muss da lang. Tschüss. Ja, tschüss. Vielleicht überlegst du es dir ja doch noch. Machst mich zu deinem Lebensabschnittsgefährten für die nächsten 30 Jahre. Wenn ich mich mal wieder dazu entschließe, mit einem was anzufangen, dann stehst du ganz oben auf der Liste. Tschüss. Tschüss. Martha, wusstest du, dass du noch immer die gefährlichste Figur von ganz Mecklenburg hast? Darf ich bitten? Nein, Marc, ich will nicht. Bitte, Frau meines Lebens. Ich glaube, das hat keinen Sinn. Vielleicht solltet ihr vor eurer Hochzeit noch einen Tanzkurs besuchen. Kommt ihr bitte? Danke. Ich hätte das Fleisch rosa bestellt, das hier ist durch. Entschuldigung, das tut mir wirklich leid. Bringen Sie mir einfach ein neues. Bevor wir anfangen, möchte ich erstmal dir, lieber Marc, unsere Glückwünsche aussprechen. Du hast es tatsächlich geschafft, dass die alten Mieter ihre Klage zurückziehen. Und das war mehr als ein Meisterstück. Bravo! Haben wir doch gleich gewusst. Außerdem möchte ich dir mitteilen, dass mein Schwiegersohn, mein zukünftiger Schwiegersohn, nicht nur morgen mit meiner Tochter Lisa nach New York fliegen wird, sondern ab sofort auf Sozius in unserer Kanzlei ist. Super, Glückwunsch. Also, guten Appetit allerseits. Entschuldigung. Bender, mein Großvater? Nein. Es ist ihm doch nichts passiert, oder? Ich soll was? Kneipe übernehmen? Das ist ein Witz, oder? Ich bin Anwalt und kein... Nein, auch nicht für 4 Wochen. Tut mir leid. Richten Sie meine besten Genesungswünsche aus, ja. Genau. Danke. Was Wichtiges? Mein Großvater aus Plau. Plau am See? Eine wunderschöne Gegend. Mecklenburger Seenplatte. Ich hab gar nicht gewusst, dass du ein Ossi bist. Das bin ich auch nicht. Die Familie, lieber Marc, ist für mich das Wichtigste, was ein Mensch besitzt. Und ich spreche da aus Erfahrung. Also, zum Wohl. Er hat Nein gesagt. Einfach Nein. Wenn man so eine Karriere gemacht hat, dann kann man nicht einfach alles stehen und liegen lassen. 4 Wochen muss ich mindestens hier liegen sein, die Ärzte. Wenn ich die Weltlaterne so lange dicht mache,
verlängert die Brauerei meinen Vertrag nicht. Dem bin ich schon lange ein Dorn im Auge. Herr Bender, der OP wartet. Wenn ich meine Kneipe verliere, dann werde ich nicht mehr leben. Wir kriegen das schon hin irgendwie. Golf in New York. Ja, wieso nicht? Die Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten. Überleg sie doch noch mal. Immerhin ist er dein Großvater. Familie ist wichtig. Ich bin Wirtschaftsanwalt, kein Kneipier. Außerdem habe ich meinen Großvater seit Jahren nicht mehr gesehen. Ich wusste nicht mal, dass er eine Kneipe hat. Er braucht deine Hilfe, dringend. Er ist schließlich dein letzter Verwandter. Lass dich doch nicht im Stich mit der ganzen Arbeit in New York. Naja, das wird nicht so leicht. Aber das schaffe ich schon. Das reicht, wenn du hinterherkommst. Nein! Du, ich hab dir das auf der Karte mal rausgesucht, das ist gar nicht so weit. Ich fahre nicht nach Mecklenburg. Mit deinem Wagen 6 Stunden höchstens. Ich fahre nicht. Schluss, aus, basta. Auch noch. Hey, hey! Wo geht's denn hier nach Blau? Hä? Wieder typisch. Fettes Auto und alles über den Haufen fahren, was schwächer ist. Wo kommen Sie überhaupt her? Die Straße ist seit Ewigkeiten gesperrt. Wissen Sie, wie ich Leute wie Sie dick habe? Sie kommen nicht mal auf die Idee, sich zu entschuldigen, oder? Huh? Entschuldigung? Gibt's nicht. Ihrem ungebrochenen Redeschwall nachzuurteilen, scheint bei Ihnen ja nichts beschädigt zu sein. Zumindest nicht durch mich. Also, wenn Sie jetzt bitte... Idiot. Ihnen auch, danke. Du musst morgen gleich anfangen. Meine Kneipe darf nicht einen Tag länger geschlossen bleiben. Die Brauerei wartet doch nur darauf, unter irgendeinem Vorwand sie mir wegzunehmen. Sie sagen, in meinem Alter sollte man keine Lokalen mehr führen. Vielleicht haben Sie damit nicht ganz Unrecht. Aber die Welt hat dann ist das wirklich einzig Wichtige, was mir doch im Leben geblieben ist. Also gut, wann mache ich morgen auf? Um 7 Uhr. 19 Uhr? Prima, da kann ich ja tagsüber noch ein bisschen Akten wälzen. 7 Uhr morgens. In dieser Gegend gibt es Leute, die vor der Arbeit ein bisschen Ansprache und Wärme brauchen. Und wann mache ich zu? Um 10 Uhr abends. Dafür ist das Wochenende geschlossen. Na hier, ich's vergesse. Wohnungsschlüssel und Wegebeschreibung. Wasserschloss? Schlosspromenade 7. Du wohnst nicht mehr im Kogelweg? Das war mir zu schäbig. Irgendwann muss man sich ja auch mal verbessern, oder? Entschuldigung, können Sie und Ihre Freundin mir vielleicht sagen, wie ich hier zur Schlosspromenade komme? Ja, jüngers liegt gut. Links raus. Geradeaus. Danke.
Wasserschloss. Na endlich. Cocktail Ostseegruß. Na gut. Kaffeepulver in die Kaffeemaschine füllen. Ist das schon drin? Moin. Darf ich fragen, wer Sie sind? Ilse. Ich koche hier. Mein Name ist Marc Bender. Ich bin der... Ich weiß. Du hast mir oft genug als Junge auf den Rock gepinkelt. Gibt's hier nur Malzkaffee? Wenn du Bohnenkaffee meinst. Da haben wir einen ganzen Kühlschrank voll. Hier. Und den verkauft ihr hier für 60 Cent pro Tassel? Natürlich nicht. Gott sei Dank. Ich dachte schon. Nur die Gäste, die genug Geld haben, zahlen so viel. Die anderen zahlen weniger. Was? Aber so macht man doch keinen Umsatz. Kein Business funktioniert so. Ich koch hier nur. Aber heute keine Süßigkeiten. Wir haben noch einen Termin beim Zahnarzt.
Aber ich krieg doch trotzdem welche, oder? Du bist ja gar nicht Ilse. Danke für das Kompliment. Wer bist du denn? Alex. Was machst du hier? Mama hat mich abgegeben, damit du auf mich aufpasst. Was? Weil der Kindergarten noch zu hat. Und wo ist deine Mama jetzt? Weg. Weg? Das gibt's doch gar nicht. Wer bringt denn dich jetzt in den Kindergarten? Na du. Ich? Ilse, der Junge hier behauptet... Moin, Alex. Moin, Ilse. Moin. Drei Kaffee. Drei Sojanka. Hallo. Kaffee? Hm? Ja, natürlich. Kommt sofort. Das ist der Enkel vom Alten. Ganz schön groß geworden. Aber nix auf den Knochen. Das ist ein schreckhaftes. Warum hast du den Brief nicht aufgemacht? Ich dachte, es steht nichts Gescheites drin. Der Pachtvertrag läuft in 4 Wochen aus. In 2 Wochen schickt die Brauerei jemand vorbei, um zu entscheiden, ob sie verlängern. Siehst du? Nur nichts Gescheites. Genau. Zum Glück bist du ja da. Sie werden sehen, dass die Kneipe in guten Händen ist. Quasi als Familienbetrieb. Da kann ja nichts schiefgehen. Justus, das ist kein Familienbetrieb. Das ist die reinste Wohlfahrt. Hast du schon eine neue Krankenschwester hier gesehen? Eine Naturgewalt. Willst du die kennenlernen? Nein, ich will nicht. Hör zu. Die Hälfte deiner Gäste lässt anschreiben und die andere zahlt überhaupt nicht. Du musst die Schwester kennenlernen. Hey! Warte doch ab, bis du ihre Brüste gesehen hast. Und was ist das mit dieser Rabenmutter, die jeden Tag ihre Kinder abgibt? Das ist keine Rabenmutter. Sie schuftet den ganzen Tag und ich passe auf ihre Kinder auf. Du bist nicht das Sozialamt. Opa. Die Situation ist ziemlich ernst. Bei den Umsätzen ist es kein Wunder, dass die Leute von der Brauerei dich loswerden wollen. Du musst schnellstens... Was ist denn nun schon wieder? Ach, ja, Schwester, wo ist wieder mein Zeh? Tut so weh. Tut mir leid, ich kann da überhaupt nichts sehen. Ja, dann muss ich wohl mit den brutalen Schmerzen leben. Der Doktor guckt sich das heute bei der Visite noch mal an. Ja. Ist sie nicht toll? Ich kann deswegen schließen, mit ihr noch meine Familie zu gründen. Du bist frisch operiert. Aber nicht nach meiner Libido. Opa, du musst lernen, das Lokal wirtschaftlich zu führen. Du musst modernisieren. Das Lokal ist wichtig für die Menschen hier, so wie es ist. Ein letztes Stückchen Heimat. In den letzten Jahren hat sich alles verändert. Sieh dich doch mal um. Nicht mal die Krankenhäuser sehen aus wie früher. Der Laden hier macht sicher Profit. Meine Rente reicht mir. Kannst du dir nicht vorstellen, dass man etwas tut? Einfach, weil es einen glücklich macht. Ich bin wieder da. Ich auch. Was machst du denn schon wieder hier? Der Kindergarten hat schon zu. Ja, und? Mama ist mit der Arbeit noch nicht fertig, du Dovi. Was ist denn das für eine Mutter, die ihr Kind den halben Tag alleine in der Kneipe rumspielen lässt? Ich bin doch ganz alleine. Wir sind doch auch noch da. Das sind meine Schwester Lukas und Nina. Und Opa Justus gibt uns immer ganz viele Süßigkeiten. Gib sie mal hier. Hol ihn dir, kriegst du nicht. Spielst du was mit mir? Ein Richter ist fest entschlossen, einen notorischen Betrüger zu 8 Jahren Haft zu verurteilen. Den Verteidiger, einen brillanten, eloquenten Wirtschaftsanwalt, gelingt es, die Strafe um 1/4 zu reduzieren. Wie viele Jahre muss der Betrüger hinter Gitter, wenn er nach der Hälfte der Zeit auf Bewährung entlassen wird? Bewährung?
Entschuldigt, es war so viel los. Endlich! Sie haben mich schon vermisst. Sie? Sie sind die Mutter? Sie sind der Enkel von Justus. Wir mussten die ganze Zeit Hausaufgaben machen. Obwohl wir gar keine aufgehabt haben. Und Alex musste sogar nudistische Fragen machen. Das heißt juristische Fragen. Also, wenn die Kinder hier schon rumhängen müssen, dann sollen sie auch was Nützliches lernen. Ihre Mutter hat ja offensichtlich keine Zeit, sich mit ihnen zu beschäftigen. Zufälligerweise muss ihre Mutter arbeiten, damit die Kinder was zu essen und zum Anziehen haben. Und sie hat einen Chef, der ihr verbietet, die Kinder mit in den Laden zu nehmen, weil er genauso borniert ist wie sie. Kommt, wir gehen. Ja, suchen Sie sich einen Ort, der besser geeignet ist als eine Kneipe. Keine Sorge, ich werde meinen Kindern nicht mehr zumuten, mit ihnen zusammen sein zu müssen. Schön. Ich lasse mich nämlich nicht wegen ein paar schöner Augen gnadenlos ausnützen, wie mein Großvater. Kommt, wir müssen noch zum Zahnarzt. Du machst mir keine Beule mehr. Aber das Konzept ist gut. Das wird auch die Brauerei überzeugen. Ich will aber nicht, dass du was änderst. Opa, du willst doch die Kneipe behalten. Willst du die Kneipe behalten? Dann musst du mit der Zeit gehen. Ich will es aber nicht und damit basta! Moin. 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 Ja. Urlaub. Ein Bier bitte. Ich verstehe das nicht. Wozu das alles? Um den Laden zum Laufen zu bringen. Aber es läuft doch. Sie kommen doch alle. Ist ja auch kein Wunder. Es lohnt sich für die Leute gar nicht einzukaufen. Die kriegen hier alles viel billiger. Wir brauchen potentere Kunden. Mhm. Touristen. Die gehobene Gesellschaft der Stadt. Und was sagt Justus zu den ganzen Veränderungen? Justus? Justus ist begeistert. Tja, tut mir leid. Ab heute müsst ihr auf eure Nachtmahlzeit verzichten. Jetzt weht hier ein anderer Wind. Ich hätte gedacht, dass Sie ein Typ sind, der sich so leicht einwickeln lässt. Witzig. Wie kommen Sie eigentlich dazu, hier rumzuputzen? Sie unterschätzen Ihren Großvater. Das sind nicht meine schönen Augen, die meine Kinder hüten lassen, sondern die Tatsache, dass ich hier einmal die Woche putze, für ihn einkaufe und Sachen nähe. Was sind das hier eigentlich für Zettel? Nichts durcheinander bringen. Ich entwickle ein neues Konzept für die Kneipe. Wozu denn? Weil auch hier endlich mal die Standards der Moderne einziehen müssen. Die Moderne, die Postmoderne und alle Nachfolger, die sind hier längst eingezogen. Und zwar mehr als woanders. Ach ja? Und was ist das hier? Hm? Hallo? Das ist ein Sammlerstück. Zum Telefonieren würde ich ja das hier nehmen. Willst du irgendwas ausmachen, die Musik abzustellen? Wieso denn? Ich mag das. Aber ich nicht. Außerdem kann ich mich dabei nicht konzentrieren. Verletzt? Ist nur eine Kleinigkeit. Vielleicht sollte ich das besser machen. Vorsicht, machen Sie keine Dummheiten. Keine Sorge. Langes Leiden bleibt Ihnen erspart. Das Mittel hier tötet auf der Stelle. Au! Was ist denn das? Jod. Kein Mensch benutzt mehr Jod. Bei manchen Menschen benutze ich das noch ganz gerne. Uff.
Allergie? Was haben Sie denn da? Das ist eine Allergie. Ich habe schon alles probiert, aber es geht nicht weg. Die Wäsche ist trocken. Danke. In 10 Minuten kommt ihr raus. Ja, schön. Doch, ihr habt schon ganz blaue Lippen. Haben Sie eigentlich schon jemanden gefunden, der während der Woche auf die Kinder aufpasst? Nein. Wie können Sie wieder ins Lokal bringen? Woher denn der Stimmungswandel? Weil ich so eine perfekte Putze bin? Nein. Ich finde nur, unsere bisherigen Begegnungen waren eine Anhäufung unglücklicher Umstände und wir könnten doch einfach so tun, als hätten wir uns eben erst kennengelernt. Von mir aus? Carmen Siebert. Marc Bender. Freut mich, Sie kennenzulernen. Was denn für Wochen? Eventwochen, Ilse. Jede Woche steht unsere Speisekarte unter einem anderen kulinarischen Stern. Was denn für ein Stern? In der ersten Woche servieren wir spanische Tapas. Hier, in München, der Renner. Also, ich habe noch nie Spanisch gekocht. Ne? Dann lernen Sie es. Sie haben 3 Tage Zeit. Na ja. In der nächsten Woche gibt's dann Thai-Küche und dann Tex-Mex. Die Leute werden uns die Bude einrennen. Moin, Bier und Broiler. Hier sind Broiler. Bier kommt gleich. Und weil wir vorher nie so richtig Zeit füreinander hatten, haben wir erst nach dem 3. Kind gemerkt, dass wir eigentlich nichts miteinander anfangen können. Tja, und dann haben wir uns in guten Einvernehmen getrennt. Ja, nachdem Mama und Papa Geschirrwerfen gespielt haben. Und Mama immer gewonnen hat. Können wir nicht Fang spielen oder sowas? Und weswegen sind Sie hierher gezogen? In Gladbach hätte sich doch den Mund fußlich geredet. Erst Studium abgebrochen, dann Hausfrau und schließlich geschieden und putzen geht. Ja schon, aber warum ausgerechnet hierher? Freunde von mir hatten hier einen Bauernhof. Aber das haben wir dann vor einem Jahr aufgegeben. Aber jetzt geht's mir richtig gut. Und hier hat Mama vielleicht auch endlich mal Glück mit den Männern. Ja, so wie mit mir. Ihr wolltet doch Fang spielen. Mama! Und Sie? Warum habe ich Sie hier noch nie gesehen? Ich bin mit 14 im Westen rüber, nachdem meine Eltern bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen sind. Tut mir leid. Vergangenheit. Sind Sie über die Mauer rüber? Nein, im Kofferraum. Warum sind Sie nie wieder hierher gekommen? Wozu? Sie sind hier geboren, Ihr Großvater lebt hier. Ja und? Zeit umzudrehen. Sie sind doch gerade erst angekommen. Wollen Sie nicht wenigstens mal hinschauen? Ist wunderschön hier. Sie sind ja ein echter Genießer. Weiß Justus von all dem? Ja, natürlich. Was halten Sie denn von Justus als neuen Namen für das Restaurant? Nicht so. Schlichtes Understatement war schon immer ein Zeichen gehobener Gastronomie. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das gut findet. Hören Sie, mein Großvater vertraut mir. Justus. Muss scharf sein. Die Verhunde.
schmunzeln mir meine ganze schöne Kneipe. Pollo, alla Hilo, nicht scharf. Wer möchte jetzt? Nein, danke, ich nicht. Es war schon eben scharf genug. Eine Ahnung von spanischer Küche. Wieder nicht scharf. Hm. Möchte ich mal jemand von euch probieren? Danke, keine Chance. Nein. Hm. Ilse, Sie sind klasse. Wir schaffen's. Ja. Das ist der Anfang einer großen Liebe. Der Kerl zerstört mir noch meinen guten Ruf. Ich hätte nicht gedacht, dass Sie das in so kurzer Zeit schaffen. Dafür bin ich jetzt auf Pleite. Passt auf. Zur Feier des Tages veranstalten wir ein super Abendessen auf dem Hausboot. Natürlich mit den Kindern. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass das... Wir wollen noch danach aufs Hausboot. Ja, und dann schön essen. Entschuldigung. Ja? Lisa, Schatz. Ich dich auch. Wie läuft's denn so in New York? Schön. Ich vermisse dich auch. Wir müssen los, ja? Warum denn? Wir wollen noch aufs Hausboot. Ja, und dann schön Abend essen. Wir können auch zu Hause schön Abend essen. Los. Oh, komm. Ja, da kommt sie ja endlich, die Sonne von Flau, die Heizung meines Herzens, das Glück in Person. Oh, wieder ganz der Alte. Hallo. Ja, mit so viel Keramik in der Hüfte, da kann mir keine mehr widerstehen. Nicht, Frau Bischof? Ja, da bin ich mir ganz sicher. Haben Sie irgendwo eine Vase? Können Sie einfach da vorne hinlegen. Wie geht's meiner Kneipe? Gut. Hat er dir sein Konzept gezeigt? Ja. So unfassbar, was der Junge sich so alles denkt. Kommt aus München und meint, er weiß alles besser. Was hast du ihm denn gesagt? Was soll ich ihm gesagt haben? Zum Teufel mit dem ganzen Zeug. Die Weltlaterne bleibt so, wie sie ist. Er hat doch keinen Unfug gemacht, oder? Nein. Gefällt er dir? Ihr Großvater wüsste davon. Ich habe sie nicht angelogen. Ich war gerade bei ihm. Er denkt, seine Kneipe sieht noch genauso aus wie früher. Das war keine Lüge. Ich habe ihm nur noch nicht alles gesagt. Wo ist denn da der Unterschied? Nächste Woche kommen die Leute von der Brauerei. Und wenn die nicht feststellen, dass Justus mehr Umsatz gemacht hat als bisher, dann verlängern sie den Pachtvertrag nicht. Und dann ist sie die Kneipe für immer los. Das ist noch lange kein Grund, über seinen Kopf hinweg zu entscheiden. Jetzt schauen Sie sich doch mal hier um. Der alte Mann lebt in der Vergangenheit. Es muss nicht jeder seine Vergangenheit so verdrängen wie Sie. Ja? Was ist denn mit Ihnen? Sie sind doch auch nur im Osten, um Ihre Vergangenheit zu vergessen. Ich bin hier, weil... Sie sind hier, weil Sie mit den harten Konkurrenzbedingungen im Westen nicht zurechtgekommen sind. Weil man sich als Wessi den Ossis immer überlegen fühlt, weil man sich ja besser durchsetzen kann. Wissen Sie was? Sie sind und bleiben Arsch. Sie müssen sich nicht wundern, dass Sie Probleme mit Männern haben. Wow.
Moin. Bitte setzen Sie sich. Ich empfehle einen Tapas-Spezialteller, Gazpacho als Vorspeite, dazu einen 91er Pescuera de Leon. Der ist äußerst fruchtig am Gaumen und verfügt über einen ungewöhnlich komplexen Nach. Björn, Bräuler. Bräuler gibt's nicht. Warum haben die Leute hier solche Schwierigkeiten damit, Veränderungen zu akzeptieren? Das sind keine Schwierigkeiten. Das sind alte DDR-Angewohnheiten, so lange wiederzukommen, bis man das hat, was man haben will. Moin. 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 Es gibt keine Bräuler, es gibt keine Soljankas. Heute ist Tapas-Tag. Was? Tapas-Tag? Tapas-Tag, genau. Okay, Jungs. Setzt euch doch erstmal. Bitte. Zur Feier unserer Wiedereröffnung spendiere ich jedem von euch eine Portion Tapas-Spezial. Setzt euch doch erstmal. Tapa was? Ich dachte, wir geben niemandem was kostenlos, weil das kein Business ist. Also diese Art von kostenlos nennt man nicht kostenlos, sondern Marketing. Wie gut, dass ich nur kochen muss. Was ist denn das? Pimientos fritos, albondigas, alcachofas, ritos y jamón, salsa bianca al ajillo, que aproveche, ole. Gibt's noch was zu essen? Na, das hier. Na denn, erstmal Prost. Ach so, ja, ich spendiere noch eine Runde. Kapiert schnell. Eskimos sind nicht schwarz. Ja. Zu dem Papagei. Na, du kleiner Vogel, kannst du aussprechen? Das sagt der Papagei zu der Frau. Na, du alte Krähe, kannst du auch fliegen? Sitzen zwei Blinde auf einer Parkbank. Der eine muss plötzlich niesen. Sagt der andere, machst mir auch ein Bier auf? Das nennt man also Marketing. Marketing? Früher ist das Saufen. Morgen. Es ist Mittag. Schmerztabletten liegen da im Schubfach. Außerdem haben wir Gäste. Gäste, die Tapas essen? Ja. Freiwillig? Ja. Ja! Ha. Ich hab gewusst, dass es klappen wird. Hallo. Hätten wir nicht kommen sollen? Doch, doch, doch. Ich habe heute Nachmittag frei und da dachte ich, wir probieren mal die spanische Küche. Ich glaube nicht, dass es einen Gast gibt, den ich lieber hier sehen würde. So, grüß Gott. Sind Sie der Herr Bender, der Pächter? Ja. Nein. Ich bin sein Enkel. Hallmeier, Josef, wir sind von München. München? Da vor der Brauerei halt.
Müritzbräu wird in München? Immer freilich. Gebraut und abgefüllt. Wir hätten da was mit Ihrem Großvater zu bereden. Ah ja, oh, der läuft gerade seine täglichen 10 Kilometer. Echt fit. Aber Sie können ja mit mir sprechen. Wie Sie sehen, ist das ein völlig neues Konzept. Aber reden macht hungrig und durstig. Darf ich Sie auf einen Tapas Teller Deluxe und einen zartfruchtigen Albarino einladen? Danke. Aber Weißwürst, wenn Sie hätten. Na, oder ein Boiler? Nicht. Außerdem haben wir ein ernstes Problem zu besprechen. Schauen Sie her. Die Brauerei muss sparen. Und deswegen hat unser Vorstand beschlossen... No, und dass wir uns von unrentablen Objekten trennen müssen. Genau. Na, und das Lokal von Ihrem Großvater, das lief ja nie besonders gut. Und so, wie es jetzt ausschaut. Kinder, das ist doch wahnsinnig lecker. Hier gehen wir jetzt öfter hin, ja? Total lecker. Ja, besonders die Hackenschwänze. Das sind ja Dellenblödi. Schmeckt das lecker. Meine Herrschaften, ich verstehe Ihren Standpunkt sehr gut. Sie sind der Brauerei verpflichtet, die auf eine veränderte Marktlage reagieren muss. Aber ist es klug, immer nur auf Veränderungen zu reagieren? Ist es nicht so, dass ein erfolgreiches Unternehmen die Veränderungen selber bestimmen muss? Ja. Eben. Wir wollen aus diesem Restaurant das erfolgreichste der ganzen Stadt machen und das gewinnträchtigste Ihrer Brauerei. Aber das geht nur mit Engagement, mit Begeisterung, mit Anstrengung. Und mit ein wenig Besessenheit über allen großen Dingen im Leben. Aber das Allerwichtigste ist Mut. Mut zum Risiko. No. Genau. Alle innovativen Projekte haben mit Anlaufschwierigkeiten zu kämpfen. Aber ich sage Ihnen, innerhalb kürzester Zeit werden die Leute uns den Laden einrennen. Und wenn Sie den Vertrag verlängern, dann verspreche ich Ihnen, wir werden nicht nur mehr Umsatz machen als bisher, wir werden doppelt so viel Umsatz machen als je zuvor. Doppelt so viel. Dann schauen wir in 2 Wochen nochmal vorbei. Na, schön. Dann gucken wir mal. Und dann sehen wir schon, ob der Laden dann wirklich läuft. Hören Sie, das ist doch das Mindeste, was ich für meine besten Gäste tun kann. Aber das ist wirklich nicht nötig. Wir können noch zu Fuß gehen. Wozu zu Fuß gehen, wenn man einen Schritt höher hat? Sie sind ganz schön überzeugt. Ah! Danke. Aber wir fahren doch offen. Ah! Na klar, fahren wir offen. Das gibt's doch nicht. Was mache ich jetzt mit dem Chauffeur? Ich kann Sie ja dann nach Hause fahren, wenn ich die Kinder ins Bett gebracht habe. Ich denke, Sie haben kein Auto. Ein Fahrrad. Das ist auch ein Cabrio. Ich glaube, die waren Hexen. Die Spucke austauschen. Ich sehe, Sie haben einen Hang zu debilen Frauen. Weil Sie gerade das Foto so anstarren. Nein, nein, ich mag Menschen, die sich selbst nicht so ernst nehmen. Es erstaunt mich, dass Sie die Erinnerungen an Ihre Ehe so groß ausstellen. Warum nicht? Das war die schönste Zeit in meinem Leben. Ach so, ich dachte... Man muss ja nicht alles vergessen, nur weil es vorbei ist, oder? Nach meiner Flucht, da waren die Menschen im Westen so freundlich und so neugierig und viele haben mich sogar bewundert. Aber irgendwann ist das gekippt. Und wenn ich dann erzählt habe, dass ich aus dem Osten bin, dann haben sie mich irgendwie bemitleidet oder als Menschen zweiter Klasse behandelt. Also habe ich aufgehört, davon zu erzählen. Und dann habe ich irgendwann versucht, es zu vergessen. Ah, Vorsicht! Das ist die gefährlichste Cabrio-Fahrt, die ich je hatte. Ich wusste nicht, dass Sie nicht Fahrrad fahren können. Was ist denn? Du bist wieder weg und ich bleib hier. Und, war jemand von der Brauerei da? Ja. Nun red schon, wird der Vertrag verlängert? Naja. Nicht?
Doch, doch. Du kannst die Kneipe behalten. Wirklich? Ja. Du kriegst den Vertrag, haben sie gesagt. Ich wusste, dass ich mich auch nicht verlassen kann. Thai-Woche. Sag mal, was heißt denn das? Da gibt's Massage zum Bräuler, weißt du das nicht? In 4 Tagen Thai. Gerade mal 4 Touristen. Was verdammt nochmal mache ich eigentlich falsch? Nichts funktioniert. In München würden die Leute einfach aus purer Neugierde kommen. Leute. Sie sagen Justus doch nichts. Ich will ja nicht die sein, die ihn ins Grab bringt. Moin. Bier und Bräuler. In Gottes Namen machen Sie ihm seinen blöden Bräuler. Eins muss ich Ihnen lassen. Sie sind wirklich hartnäckig. Hey, sie geht. Sie geht. Sie geht, Ilse. Die Kaffeemaschine. Ich hab sie repariert. Sag mal, du bist doch Anwalt, oder? Ja, warum? Ja, ich hab da Probleme. Spielst du was mit uns? Moment. Wie hoch ist Ihre Rente? 500 Euro. Und die Miete? 260 Euro vor der Erhöhung. Sie hätten Widerspruch einlegen müssen gegen die Räumungsklage. Sie haben Anspruch auf Wohngeld. Sie hätten es nur beantragen müssen. Kannst du das nicht für mich machen? Also, das kann jeder Feldwald- und Wiesenanwalt. Das ist wirklich nicht schwierig, das... Șamponul preferat al copilului. Ein Bräuler? Dankeschön, Ilse. Was, schon fertig? Ja, man muss auf alles vorbereitet sein. Das ist Marketing. Erzähl uns eine Geschichte. Oh ja, eine ganz spannende. Aber ohne Monster. Eine spannende Geschichte ohne Monster. Ja. Mein Großvater und ich, wir haben mal einen Wettschwimmen gemacht, über den ganzen See, am Tag der deutschen Volkspolizei. Der Preis war eine Schlagersüßtafel. Was für ein Preis? Meine Lieblingsschokolade. Ich war damals 11 Jahre alt. Ich konnte viel schneller schwimmen als mein Großvater. Nach der Hälfte der Strecke hatte ich schon über 20 Meter Vorsprung. Aber dann plötzlich habe ich einen Krampf gekriegt im Bein. Ich konnte mich nicht mehr bewegen. Ich habe richtig Panik gekriegt. Mein Großvater war ja noch weit weg. Ich bin mit dem Kopf unter Wasser gekommen, habe Wasser geschluckt und keine Luft mehr gekriegt. Ich dachte wirklich, ich muss sterben. Ich habe aufgehört zu strampeln und bin untergegangen. Und da plötzlich hat mich eine starke Hand gepackt und wieder hochgezogen. Mein Großvater. Und dann musste er mit mir im Schlepptau die ganze Strecke wieder zurückschwimmen. Und er war damals schon alt. Ohne Justus wäre ich heute tot. Hey, da ist ja Mama. Hallo. Bei euch sieht's ja gemütlich aus. Ist das nicht toll, dass du uns heute hier schlafen lässt? Mama? Ja? Können wir mal auf dem Hausboot wohnen? Schätzchen, das gehört uns doch nicht. Wir können doch mit Marc zusammen hier wohnen. Erstens gehört das Hausboot auch nicht Marc, sondern Justus. Zweitens fährt Marc in 2 Wochen wieder weg. Das glaube ich auch nicht, dass er mit uns zusammenleben will. Ich glaube, Marc hat dich ganz ungern. Wieso? Ja, vorgestern hat er gesagt, so eine störrische Frau hat er noch nie kennengelernt. Das ist doch kein Zeichen, dass man jemanden mag, du blöde Kuh. Selber blöde Kuh. Geht ja gar nicht, weil ich ein Mann bin. Psst. Jetzt wird geschlafen. Nacht. Dann bist du eine blöde Männerkuh. Manchmal wünschte ich mir, das Leben wäre immer so.
obwohl es nicht New York ist? New York ist gerade so weit weg. Und, was ist nah? Ich erinnere mich plötzlich wieder an so vieles. Und es ist gar nicht schlimm. Ich meine, das, was ich früher immer so gehasst habe, das ist auf einmal gar nicht mehr wichtig. Und, was ist wichtig? Kleinigkeiten, Momente. Ich werde aus dem Laden wieder das machen, was er war. Naja, nicht ganz. Die Bräuler werden ab jetzt frisches Fett nehmen. Noch ein Wein? Ich muss los. Willst du nicht bleiben? Nein. Wieso nicht? Das hatte ich schon mal, das will ich nicht mehr. Ich hole die Kinder morgen Mittag ab. Gibst du dem Lokal auch wieder den alten Namen? Nein, Justus bleibt. Schade. Okay, aber vorsichtig mit dem Schild, ja? Immer. Hier kommen wir. Ja, warte, halt, halt! Also jetzt weiß ich wirklich nicht mehr, was ich machen soll. Alles ist wie früher. Das Essen, die Preise und trotzdem kommt keiner. Der Bräuler ist nicht wie früher. Der hat früher besser geschmeckt. Hast wohl das Kochen verlernt, Ilse? Ich kann nichts dafür. Er hat gesagt, ich soll frisches Fett nehmen. Verdammte Sturköpfe! Was ist, wenn der da drinnen den gleichen Erfolg hat? Wie bei Justus Kleiber. Keine Sorge, Marc ist cool. Was nützt mir das? Nächste Woche schmeißen die mich aus meiner Wohnung. Und das nach 30 Jahren. Mama sagt, Marc ist einer, der schafft alles, was er will. Und Marc sagt, Mama ist auch einer, die alle schafft. Da kommt er. Darf Harald seine Wohnung behalten? Los, sag schon. Ich hab's gewusst. Die Räumungsklage ist erstmal vom Tisch. Sie können also in der Wohnung bleiben, aber Sie müssen endlich Wohngeld beantragen. Ja! Ja! Ich hab's ja nicht geglaubt, dass die Kinder mir das erzählt haben. Was? Dass du hier oben bist und in die Landschaft starrst. Wieso, ist doch wunderschön hier? Ich gratuliere dir zum juristischen Erfolg. Weißt du, was verrückt ist? Was? Das heute, das so ein Klacks, aber der alte Mann hat sich gefreut, als hätte ich ihm das Leben gerettet. Du hast ihm das Leben gerettet? Wenn das mit der Weltlaterne doch genauso leicht wäre. Aber mir läuft die Zeit davon. Die werden den Vertrag sicher nicht verlängern. Und ich muss es Justus sagen, bevor es jemand anders tut. Das wird ihn sicher umhauen. Aber jetzt! Jetzt, wo es so spät ist, da kommst du. Warum hast du nicht früher was gesagt? Ach, ich muss hin. Du kannst da nicht hin. Du darfst das Krankenhaus nicht verlassen. Hol mir meine Klamotten und meine Krücken. Nein. Dann geh ich hin so. Alter Sturkopf. Ja, meinetwegen. Wenn jemand in unserer Familie ein Sturkopf ist, dann du. Warum hast du nicht auf mich gehört? Wieso musstest du auch so einen Unsinn machen? Die Kneipe war gut so, wie sie war. Sie ist doch kein Spielzeug, mit dem man machen kann, was einem gerade einfällt. Was meinst du, wie viele nach der Wende hier schon pleite gegangen sind? Bloß weil sie geglaubt haben, sie wüssten, wie man es macht. Justus, du machst das Krankenhaus. Ach, hoppala, papp. Ich hab's versucht. Ich habe ihn nicht aufhalten können. Pass auf. Die alleine schuften lässt. Ohne die Kinder wäre ich überhaupt nicht weitergekommen. Hallo Justus. Hallo Justus. Hallo Justus. Hallo Justus. Ilse, wo bleibt mein Bier? Du Lump, mich so eine Nase rumzuführen. Ich hatte keine Ahnung.
Was hast du mit den Wänden gemacht? Sie sehen ja beschissen aus. Lass gut sein, Justus. Dein Enkel ist ein ganz feiner Kerl. Ich bin überhaupt nicht gefahren. Das letzte Mal, die machen mir die Hölle heiß. Einmal schau bitte nur einmal drauf. Und kümmere dich frei. Schaltest du dich mal ein und. Was ist jetzt das hier? Moment mal! Ich verstehe kein Wort. Immer der Reihe nach. Ich schlage vor, wir gehen erstmal an die Theke. Ja. Ja, aber dann machst du mal jetzt, guckst du dir das mal ab. Meint ihr schon, geht? Nein. Meint ihr schon, geht? Das Anwalt-Kneipe-Konzept funktioniert ja wohl besser als dieser Event-Wochenquatsch. Entschuldigung, aber... Ist was passiert? Naja, die Weltlaterne brennt. Ja, das alte Zeug hat gebrannt wie Zunder. Weiß man denn, kennt man denn die Ursache? Ja, so wie es aussieht, eine unsachgemäß reparierte Kaffeemaschine. Da war nichts mehr zu machen. Tut mir leid. So ein Mist. Und in 8 Tagen kommen die Leute von der Brauerei. Von vorn anfangen. Ist niemand zu Hause? Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Um mich musst du dir keine Sorgen machen. Ich habe gerade mal 4 Wochen gebraucht, um meinem Großvater alles kaputt zu machen, was ihm wichtig ist. Ich bin eben ein echter Perfektionist. Wollen wir nicht reingehen? Der einzige Mensch, der sich hier um mich gekümmert hat, ohne auf seinen eigenen Vorteil zu schauen, stirbt. Und ich kann nichts machen. Das glaube ich nicht. Er wird nicht sterben. Ist dir kalt? Ich suche dir was raus. Danke.
keine Chance. Der Motor springt nicht an. Und jetzt? Was machen wir jetzt? Tja, bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als zu warten. Das Gröbste scheint vorbei zu sein. Wir könnten an Land schwimmen. Oh, bist du verrückt? Ich dachte, wegen der Kinder. Ich habe Ilse gebeten, die ganze Nacht zu bleiben. Unsere Retter kommen. Du musst die Zeit anhalten. Das würde ich jetzt gerne können. Winkt jemand? Lisa. Du hast keine Angst zu haben. Ich bleib einfach im Boot. Ich bin direkt von New York hierher, um dich zu überraschen. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Wie geht's dir denn? Ja, mir geht's gut. Ich brauche jetzt einen Kaffee. Wenn du wüsstest, wie sehr ich dich vermisst habe. New York ist fantastisch. Du solltest unsere Wohnung sehen. In 4 Wochen können wir einziehen. Stell dir vor, wir können zu Fuß ins Büro gehen. Und unsere Aussicht, der Hammer. Wir sehen über den gesamten East River bis nach Coney Island. Und man kann tatsächlich Golf spielen. Freust du dich nicht? Doch, doch. Du machst dir Sorgen wegen deinem Großvater. Wir besorgen ihm eine neue Pacht. Es gibt ja hier Kneipen wie Sand am Meer. Was ist das? Was steht denn alle hier so rum? Pack ein bisschen an, Leute. Ich träume, kneif mich mal. Okay, leg die Bullen hier ab. Genau hier. Okay, leg sie dort ab.
wollen in einer Woche hier wieder alles aufbauen. Ach. Los, Pferdchen. Hopp. Weil du ihnen geholfen hast. Und wenn sie nachts durcharbeiten müssen, haben sie gesagt. Moin, Mark. Wer soll das alles bezahlen? Moin. Ach, wir haben die hiesigen Firmen überzeugt, dass das alte Stück Heimat hier erhalten bleiben muss. Die spendieren alles Material, was wir brauchen. Und jeder will mit anpacken. Für dich. Das ist eine Art Kampfauftrag. Sozusagen meine Feierabendbrigade. Na, wie in alten Zeiten. Nur diesmal freiwillig. Hi, Mark. Hi, Mark. Hi. Bist du mit Mark verwandt? Nein, ich bin seine Freundin. Was steht hier eigentlich rum? Pack doch mal mit an. Und wer seid ihr? Unsere Mutter ist... Die Putzfrau. Sie macht bei Justus sauber. Apropos Justus, wenn wir uns beeilen, dann könnten wir die Ersten sein, die ihm die freudige Nachricht überbringen. Ich bin das auf keinen Fall verantwortlich. Pappala, papp, Mädchen, ich lebe lang genug, ich kann die Verantwortung für mich selber tragen. Der Doktor hat ausdrücklich gesagt, der Doktor kann mich mal höflich ausgedrückt. Aber Herr Bender... Hier draußen bauen Sie meine Kneipe wieder auf. Da will ich doch nicht da drin liegen bleiben. Herr Bender... Ohne mich machen die doch alles falsch. Ganz der Enkel. Ich kann das auf keinen Fall verantworten. Er hat wirklich gesagt, dass ich nur die Putzfrau bin. Ja. Mach den Lutscher raus, du kriegst eine ganz blaue Zunge. Morgen nach der Schule, da kommt ihr sofort in den Laden. Wir wollen aber doch noch auf die Baustelle. Wenn ich sage, ihr kommt sofort in den Laden, dann kommt ihr sofort in den Laden. Was da? Au! Ist was? Nix, nix. Du hast mir nie gesagt, wie schön das hier ist. Naja, jetzt ist es ein bisschen ungemütlich geworden. Setz dich mal hin. Ich habe dir das amerikanische Wundermittel gegen deine Allergie mitgebracht. Mach mal hoch. Die ist weg. Muss die gute Luft hier sein. Du bist sicher, dass du morgen mit mir zurückfahren willst? Na klar, das habe ich dir doch versprochen. Eine Woche könnte ich noch auf dich verzichten. Na, eigentlich würdest du doch die Entscheidung der Brauerei abwarten. Nein, ich... Ja. Dass du freiwillig kochst? Naja, als Kneipier. Ich will, dass du weißt, dass ich dich liebe. Mehr als alles auf der Welt. Mama, ich kann nicht schlafen. Na, komm her. Kommt Mark jetzt nie wieder zu uns? Nein. Schlaf mal jetzt. Ich verspreche dir, ich bin in einer Woche bei dir. Auch schon seit früh hier. Komm, geh nach Hause und schlaf dich mit dir aus, hä? Ich brauch nicht den Schlaf. Was? So, Stühle erstmal hier rüber. Die Bretter rechts rüber. Kaffee? Ja. Sag mal, du kommst doch aus München, oder? Naja, ich wohne da.
Weißt du, ich habe mir überlegt, ob ich da auch hingehe. Für immer. Warum denn? Das ist doch alles scheiße hier. Bekotzt, langweilig und spießig. Ich will was werden, so wie du. Ja schon, aber warum willst du gleich für immer weg? Naja, ich denke, wenn man einmal woanders war, da will man ganz bestimmt nicht mehr hierher zurück. Wenn alle so denken wie du, dann ist hier bald eine Wüste. Versteh mich nicht falsch, meinetwegen geh raus, lern was, aber dann komm zurück. Bau hier was auf. Hier ist dein Zuhause. Und du? Bleibst du jetzt hier? Naja, eigentlich nicht. Na siehst du, was redest du dann? Um die Ohren schlagen, wenn sie nicht dran glauben würden. Was macht deine Hüfte? Wir verstehen uns bestens. Gut. Hier habe ich von meiner Schwägerin abgestaubt. Original VEB Elektrogerätewerk Suhl. Wir haben es geschafft. Hast du etwa nicht daran geglaubt? Das habt ihr euch jetzt aber verdient. Du aber auch. Wohlsein. Hat der mal los. Prost. Wohlsein. Prost. Auf die alte Blutstier. Ja. Ja. Du wunderbar. Das ging ruckzuck, was? Ehrlich, ja. Und heute um 7:45 einer der schönsten Liebesfilme aller Zeiten, Titanic. Und für all die sich am heutigen Samstagabend gemeinsam bei einem Schlückchen Champagner auf dem Sofa kuscheln, empfehle ich... Und hier, Neu-Love-Song. Mama, da ist jemand, der sprechen will. Wer denn? Ich habe keine Zeit. Auch nicht für mich. Was willst du denn hier? Ich habe ein paar Mal angerufen, aber du warst nie da. Weißt du, so eine Putzfrau, die hat ziemlich viel zu tun und kann nicht mit jedem telefonieren. Also das mit der Putzfrau, das war... Ich hatte Angst, weil Lisa... Schön. Es tut mir leid. Ich hätte das nicht sagen dürfen. Entschuldigung angenommen. Dann kannst du jetzt wieder gehen. Heute Abend ist mein letzter Abend hier und wir feiern die Wiedereröffnung der neuen Weltlaterne. Und da wollte ich dich fragen, ob du nicht vielleicht mitfeiern möchtest. Die Kinder natürlich auch, die haben schließlich mitgeholfen. Oh ja, Mami, das wird toll. Es tut mir leid. Wir haben keine Zeit. Aber wieso nicht? Du hast von Anfang an gewusst, dass ich jemand habe in München. Würdest du jetzt bitte wieder gehen? Ich muss weiter abwaschen. Ein Umsatz verdoppelt, das schaffen die nie. Den Weg hätten wir uns sparen können. Ach nö, versprochen ist versprochen. Ja, was ist jetzt das? Grüß Gott, Hallmeier, Josef, wir sind von der Brauerei. Nein, guten Abend. Ja, bis heute. Wieso, hat Ihr Enkel Ihnen denn nichts gesagt? Ja, doch, natürlich, aber dass er ausreichend heute kommt, da sehen wir jetzt alt aus. Ja, warum? Nein, in den letzten Tagen, da war viel mehr los. Danke, Herr. Wie Sie sehen, haben wir an dem Konzept noch ein bisschen gefeilt. Geht aufs Haus. Wie heißt das? Marketing! Ach, das verstehst du sowieso nicht. Okay, und auf zur nächsten Runde! Hey.
bleibst du nicht einfach bei uns? Ich kann doch nicht einfach alles wegschmeißen, wofür ich jahrelang gearbeitet habe. Also kam er nicht eingeladen? Doch. Und wieso ist er dann nicht da? Du fährst. Den Vertrag schicken wir Ihnen dann zu. Danke, danke. Ja, wir wären ja verrückt, so eine Goldgrube aufzugeben. Sowieso. Genau. Kriege ich noch einen Tanz? Carmen, ich... Ich will nur einen Tanz. Psst. Schönes, glückliches Leben. Die können uns die Genehmigung nicht verweigern. Dazu fehlt jede gesetzliche Grundlage. Und trotzdem versuchen sie es. Wenn die damit durchkommen, dann gehen mir Millionen durch die Lappen. Eins verstehe ich nicht. Sie sind doch unermesslich reich. Wieso brauchen Sie noch so viel mehr? Was sind du hier? Hallo, Alex. Ist deine Mutter da? Die will bestimmt nicht, dass du sie besuchst. Mhm. Vielleicht kannst du ja trotzdem sagen, dass ich da bin. Und sag ihr, ich gehe nicht nach Amerika, ich bleib hier. Hey, Luke, sag Mama, Mark geht nicht nach Amerika, er bleibt hier. Hey, Nina, sag Mama, Mark geht nach Amerika und bleibt bis vier. Sagen, Max geht mit Erika und kommt um vier. Was? Sag den Jungs, sie sollen mit dem Quatsch aufhören. Und zieh deine dreckigen Schuhe aus, wenn du hier reinkommst. Ich habe wirklich genug zu tun. Was hat sie gesagt? Mama sagt, das ist Quatsch und ich soll mir die Schuhe ausziehen. Hey Alex, Mama hat gesagt, der Quatsch zieht einem die Schuhe aus. Dann sag ihr, es ist mein Ernst. Ich liebe sie. Aber es ist ernst. Er liebt sie.
Ernst, er liebt sie. Mama, Ernst liebt dich. Lina, was habe ich gerade gesagt? Raus mit den Schuhen. Und Schluss jetzt, verstanden? Mama sagt, dass Schluss ist. War das wirklich ernst gemeint, das mit dem Schluss? Was machst denn du hier? Naja, ich habe zufällig von einer Kanzlei gehört, die ich übernehmen könnte, ganz in der Nähe. Das ist jetzt nicht wahr, oder? Doch. Und Lisa? Geht allein nach New York. Zeit, das werde ich mal aufklären. Das mit dem Storch ist Quatsch. Aber wenn, dann muss man schon kuscheln.